Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es sind nicht mehr viele Zuschauer da, die ich jetzt verwirren kann. Wir könnten es uns einfach machen und könnten jetzt sagen, wir tun etwas für den Strukturwandel in der Landwirtschaft und wir tun was für den ländlichen Raum. Und da es dabei belassen, dann weiß jeder, was wir hier machen. Wir könnten noch ein bisschen ausführen, wir tun auch was für Landwirte oder Ex-Landwirte, die ehemalige Landwirtschaftsgebäude sinnvoll nachnutzen wollen, und zwar, obwohl sie relativ weit draußen liegen. Ja, das ist die einfache Variante, was wir hier so wirklich tun. Da habe ich auch versucht, irgendwie 13 Passanten näher zu bringen. Meistens habe ich dazu dann irgendwann einen Flipchart gebraucht. Ja, gut, dass die Passanten meistens in der Nähe der Piratenfraktion rumliefen und ich einen Flipchart dabei hatte oder irgendwelche Vergleiche mit Ampelanlagen und Kuhherden gezogen. Na gut, was wir tun, ist eigentlich erstmal einen Satz verabschieden, nämlich den Satz, einen einzigen Satz hat dieses Gesetz, was wir heute machen, plus einen Satz, was die Inkraftregelung regelt, nämlich, dass wir eine Frist eines anderen Gesetzes hier auf Landesebene aussetzen. Und ich wollte eigentlich jetzt gar nicht weiter in die Tiefe gehen, weil es wahrscheinlich auch schwer verständlich ist, aber ich habe gemerkt, selbst Herr Ellerbrock hat es nicht verstanden. So. Und zwar, was wir jetzt heute machen. Kurzform des Ganzen ist, also wir haben ein Bundesgesetz, da gibt es eine Frist, dann wurde gesagt, eine bestimmte Frist, in der man was machen kann und danach nicht mehr. Dann wurde gesagt, okay, die Länder können diese Frist aussetzen, ja, anstatt dass man einfach beim Bundesgesetz ansetzt und das streicht. Gut, die Länder können das einzeln streichen. Wir haben also ein Gesetz, was etwas anderes aussetzt. Schon mal interessant. So, dann haben wir dieses Gesetz, das galt bis 2014. Und dann gab es einen Gesetzentwurf, ein Änderungsgesetz von CDU, FDP. Die wollten also eine Berichtspflicht einführen und 2014 rausschmeißen. Dann gab es nochmal einen Änderungsantrag des Änderungsgesetzes für das Gesetz, was die Frist aussetzt, das Gesetz vom Bund. Das sagte 2018 erst. So, da war ein Bug drin. Aber interessant, was ich sagte, dass Sie das nicht verstanden haben, in Ihrem Änderungsgesetz war der Bug auch schon. Nämlich, da stand, hinzugefügt wird, ich erkläre es jetzt so, dass wahrscheinlich die Zuschauer nicht verstehen, aber hinzugefügt wird Paragraph 3. Hinzugefügt wird Paragraph 3 und dort steht, tritt am Nachfolgetag in Kraft. Aber die fügen auch, sie machen den Programmierfehler, die nehmen die falsche Variable. Sie fügen auch den Paragraph 3 dem ursprünglichen Gesetz hinzu. Damit ist es genau der gleiche Fehler drin wie nachher in dem rot-grünen Gesetz. Es ist niemandem aufgefallen, übrigens auch niemandem in der Anhörung. Die fanden das alle gut, aber nur inhaltlich, formal hat es niemand geprüft. Herr Kollege Bayer, ja. Trotz Ihrer Erklärung ist bei Herrn Kollegen Ellerbrock eine Frage offen geblieben. Würden Sie die zulassen? Dann gucken wir mal, ich lasse die Frage zu. Okay, bitte, Herr Kollege Ellerbrock. Herr Kollege Bayer, sind Sie bereit anzuerkennen, dass der von CDU und FDP vorgelegte Antrag rechtlich einwandfrei ist, weil er die eben von Ihnen aufgesprochene Problematik in einem eigenen Punkt, nämlich Nummer 3, rechtlich klar definiert hatte und somit rechtsgültig wäre, im Gegensatz zu dem darauf bezogenen Änderungsantrag. Sollten Sie dieses so nicht anerkennen können? Das war die Frage, Herr Kollege. Das ja, da steht aber, dass der Paragraph 3 dem Gesetz hinzugefügt wird. Sonst hätten Sie ja trennen müssen. Paragraph 1, Gegenüberstellung, Änderung des alten Gesetzes. Paragraph 2, dieses Änderungsgesetz tritt nach Verkündigung in Kraft. Gut. Für das, also es ist eigentlich egal, wer schuld ist, ich wollte es so klarstellen. Tatsache ist, dass wir jetzt ein neues Gesetz haben und wir haben nochmal einen Änderungsantrag für das neue Gesetz. Wir machen es heute ein bisschen einfacher. Das neue Gesetz ändert nicht das alte, sondern ist einfach ein neues Gesetz. Ja? Das neue Gesetz stellt eigentlich das her, was wir im Dezember beschlossen haben. Zu Recht haben CDU und FDP nochmal einen Änderungsantrag eingebracht, der die Berichtspflicht reinschreibt, aber die Befristung ganz weglässt. Argumente haben wir letztes Mal ausgetauscht. Die Aussetzung der Frist kann dauerhaft erfolgen.
Wir sind auch, also wir Piraten sind auch für Bauen in integrierten Lagen aus vielen Gründen, aber das ist hier, wenn man das hier verwendet als Argument, eigentlich nur relevant, wenn man den Aspekt aus Prinzip vorbringen möchte. Ja, wie gesagt, die Anhörung hat zur Form der Anträge nicht, wie gesagt, nur zum Inhalt. Der rot-grüne Antrag macht Sinn, FDP-CDU-Antrag macht Sinn, wir werden beiden zustimmen, wir werden dem so geänderten Antrag zustimmen, jedenfalls empfehle ich das, aber auch einem Antrag, der nicht so geändert ist. Und Minister Groschek hat das letzte Mal gesagt, die Aussetzung heute zu beschließen, wäre auf jeden Fall ein Stück Fortschritt und fortschrittlich sollten wir in NRW sein. Das ist uns bisher nicht gelungen, aber heute können wir fortschrittlich sein und ich hoffe nicht, dass wir uns im März noch mal darüber unterhalten. Aber wenn nicht, dann machen wir das halt. Vielen Dank. Hallo, Herr Kollege Bayer, bleiben Sie bitte noch einen kleinen Moment hier. Ich war noch nicht dazu gekommen, Sie zu fragen, ob Sie noch eine weitere Zwischenfrage zulassen würden. Ja, aber gerne. Ich glaube, von Herrn Kollegen Dudas. Bitte. Jetzt müsste sich bitte noch mal eindrücken. So, und jetzt nicht wieder wegdrücken. Jetzt haben Sie das Wort. Ich habe die Finger, alles klar. Ja, Herr Kollege, vielen Dank für Ihre ausführliche, Ihren Redebeitrag. Aber ich muss jetzt ganz offen gestehen, ich habe nicht ein Wort verstanden von dem, was Sie uns sagen wollten. Könnten Sie das vielleicht noch mal in Kürze wiederholen und die Position der Piraten noch mal deutlich machen? Ich hatte ja sowas befürchtet und deshalb, eigentlich wollte ich den Teil weglassen, wo ich mir hier statt einer Rede so ein Flussdiagramm aufgemalt habe. Also, ich möchte es noch mal kurz formulieren. Wir tun was wegen des Strukturwandels in der Landwirtschaft und wir tun was für den ländlichen Raum. Vielen Dank.